Jill hier wieder und in diesem Video geht es darum, wie du als Finanzberater Facebook-Gewerbeanzeigen effektiv nutzen kannst, um neue Kunden für dich anzuziehen. Deswegen herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute erzähle ich dir mehr darüber, wie du Facebook-Werbeanzeigen nutzen kannst, um kontinuierlich Kunden oder auch neue Mitarbeiter zu gewinnen. Denn vor allem in der digitalen Ära bieten Facebook-Werbeanzeigen eine leistungsstarke Möglichkeit, gezielt potenzielle Kunden anzusprechen und auch dein Geschäft dadurch zu erweitern bzw. neue Kundengruppen, neue Zielgruppen zu erschließen, die du sonst gar nicht als Kunden gewonnen hättest. Und natürlich ist es wichtig, bevor du Facebook-Werbeanzeigen schaltest, ist es von großer Bedeutung, deine Zielgruppe ganz klar zu definieren. Weil wenn du nicht weißt, wen das Ganze treffen soll, wer sich dafür interessieren soll und sich auch bei dir eintragen soll, dann wirst du womöglich daran vorbeischießen und das wäre nicht so cool. Deswegen mach's gleich von Anfang an richtig. Und dies berücksichtigt unter anderem natürlich Faktoren wie Alter, Geschlecht, Interessen, demografische Merkmale und natürlich auch finanzielle Ziele dieser Person. Und je genauer du deine Zielgruppe festlegst, desto gezielter kannst du deine Anzeigen ausrichten. Heißt, das eine ist, dass du eine Zielgruppendefinition hast. Aber neben der Zielgruppendefinition solltest du natürlich auch Zeit und Mühe in die Erstellung ansprechender und hochwertiger Anzeigen investieren. Weil je professioneller und hochwertiger das Ganze ausschaut, desto mehr Vertrauen hast du auch und Menschen werden sich nur bei dir eintragen, wenn das Ganze hochwertig, seriös und auch professionell aufgebaut ist und du halt auch Vertrauen gegenüber deiner Zielgruppe hast. Deswegen verwende professionelle Bilder oder auch Videos, die deine Botschaft unterstützen und verfasse vor allem klare, überzeugende Texte, um das Interesse potenzieller Kunden auch wirklich zu wecken. Denn Facebook bietet dir nämlich daneben noch eine Vielzahl von Targeting-Optionen, heißt, du kannst dort direkte Interessen halt auch einstellen, um deine Anzeigen gezielt an diese Zielgruppe auszuspielen, weil ich habe dir gesagt, du sollst dir im ersten Schritt Gedanken machen, wer ist deine Zielgruppe, wofür interessiert sie sich und dann müssen natürlich die Anzeigen entsprechend gut aufgebaut sein und du hast dann die Möglichkeit, das genau auch einzustellen, heißt, du kannst demografische Merkmale einstellen, Interessens, Verhaltensweisen, um halt deine Zielgruppe wirklich ganz präzise anzusprechen. Und ja, sinnvoll ist es dort halt auch mit verschiedenen Zielgruppen mal zu experimentieren und diese Ergebnisse dann zu analysieren, um deine Kampagnen auch wirklich kontinuierlich zu optimieren. Und um den Erfolg deiner Facebook-Werbeanzeigen zu messen, ist es vor allem sinnvoll zu wissen, was sind eigentlich die Zahlen da draus. Und da gibt es sogenanntes Conversion Tracking. Also das bedeutet eigentlich unterm Strich nur, dass man guckt, wie sind die Zahlen. Eine Conversion ist eine Anfrage, die reingekommen ist. Wie konvertiert das Ganze? Und das ist natürlich halt wichtig. Und da gibt es auch Tools, die du nutzen kannst, um wirklich ganz genau zu sehen, wer hat geklickt, wer hat sich eingetragen, wie viele Menschen haben es gesehen. Und es bringt dir natürlich nichts, wenn viele sehen, viele klicken, nicht viele am Ende rauskommen, heißt, du keine Anfragen kriegst. Es bringt dir aber auch nichts, wenn du viele Anfragen kriegst, aber es gar nicht die Leute sind, die du eigentlich erreichen wolltest. Also es gibt schon viele Dinge, die man beachten muss. Deswegen würde ich dir jetzt auch nicht empfehlen, das einfach als Laie irgendwie alleine zu machen. Sondern es ist natürlich schon wichtig, dass du das mit jemandem zusammen machst, der sich auch dahingehend halt auskennst. Und deswegen teste und optimiere das Ganze. Das ist auch ein kontinuierlicher Prozess. Es ist natürlich wichtig, das auch immer stetig weiterzuentwickeln. Und man kann dann natürlich mit verschiedenen Anzeigentexten, Bildern, Zielgruppen und auch Platzierungen das Ganze für sich halt ausprobieren. Und ausprobieren ist zwar mal schön, aber es ist schon sinnvoll, das halt mit jemandem zu machen, der das schon gemacht hat oder der vielleicht auch schon mal deine Zielgruppe überspielt hat. Und wir haben mittlerweile schon fast alles online gemacht, was im Finanz- und Versicherungsbereich da draußen zu sehen ist. Und deswegen können wir dir halt auch bei der Überwachung und auch dem Aufbau deiner Anzeigen helfen, um halt auch entsprechend ja, die Conversions, also die Anfragen daraus hin zu verbessern und auch kontinuierlich und planbar zu machen. Und natürlich gilt es dazu auch, ein Budget festzulegen. Heißt, es ist ein realistisches Budget, wo du sagst, hey, ich möchte pro Tag das und das investieren, um doch über potenzielle Kunden anzusprechen, welche Budgets man da ansetzen sollte. Das ist je nach Zielgruppe auch unterschiedlich. Das besprechen wir auch immer in unserer Strategieberatung, was dort notwendig ist, um das Ganze halt aufzusetzen, um halt auch da positive Ergebnisse für dich zu erzielen. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, dass du dieses Thema auf jeden Fall nicht außer Acht lässt, denn es ist mega cool, um deine Zielgruppe darüber zu erreichen, um neue Anfragen zu generieren, um wieder mehr Zeit auch für andere Dinge zu haben. Und du hast damit halt wirklich eine leistungsstarke Möglichkeit,
online neue Kunden zu gewinnen, aber natürlich auch neue Mitarbeiter zu gewinnen, weil du kannst natürlich auch für Mitarbeitergewinnung dort Anzeigen online schalten und dann kriegst du kontinuierlich und planbar darüber auch Bewerber. Das ist halt auch richtig cool. Und natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, um über Social Media Kunden zu gewinnen. Die findest du unter anderem hier auch auf meinem Kanal, wo ich darüber berichte, was es für Möglichkeiten gibt, um sichtbar zu werden und um darüber neue Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen. Und wenn du mehr über dieses Thema erfahren willst oder auch erfahren willst, wie das individuell für dich möglich ist und welche Strategie wir dir empfehlen, die du nachgehen solltest, dann buch dir auf jeden Fall dein kostenfreies Erstgespräch und informiere dich. Wir beißen nicht. Wir schauen, wie können wir dir dahingehend helfen, um wirklich kontinuierlich und planbar neue Kunden oder auch Mitarbeiter zu gewinnen. Schau dir gerne weitere Videos hier auf meinem Kanal an, abonniere die Glocke und schreib mir auch gerne einen Kommentar hier rein. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, das Ganze für dich online aufzubauen und bin sehr gespannt auch über deine Ergebnisse und was du dann auch berichtest.